Hi Zen und hallo, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ihr seid Sterne des Sterntotals, ich bin der Gucke und wir gehen raus. Aber erst gießen wir und sprechen mit unserem Ehemann, denn der möchte wissen, was los ist. Was geht hier ab, sagt er. Und wir sagen, hallo, ich werde heute einen Spaziergang machen, ich brauche ein wenig Zeit für mich selbst. Ich sehe dich dann am Abend. Nimm dir so viel Zeit für dich selbst, wie du brauchst, aber verlauf dich nicht. Knutschi! Süß ist der. Süß ist der kleine Mann. So, ich brauche mehr Eier, damit ich mehr pinke Torte backen kann. Okay, dann gehen wir erstmal raus, gucken mal, was da los ist. Ich habe jetzt so 25.000 wieder. Das ist okay. Hier ist noch ein bisschen Post. An die Guki, ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich will wirklich ein Kokos-No-No. Was? Für die Kneipe machen. Aber ich weiß nicht, wie ich an eine Kokosnuss kommen soll. Okay, kannst du mir helfen, Gas? Ja, Gas kann ich. Ich kann dir eine Kokosnuss bringen. Da müssten wir in die Wüste huschen für. Und das können wir auch tun. Da wollte ich heute sowieso hin und ein bisschen mein Papa-Poker-Face aufsetzen, damit, vielleicht gehen wir nochmal ins Casino so ein bisschen. Then I've got them hot, show him what I've got. So, hier habe ich nichts weiter. Ich müsste auch mal zu Gunther gehen und diese blöde olle Maske da loswerden, die nervt mich. Das ist nicht so gut. So, hier gibt es noch was, vielleicht, eventuell, ja, da ist noch Reis fertig und ein paar Erdbeeren, ein paar einzelne. Okay, und was ist das für ein Ding hier? Ah, das ist der Senfkohl. Okay, den hatten wir da angepflanzt. Weil wir gerne... Und hier gibt es Knoblauch noch. Weil wir den gerne vermehren wollten. Und das können wir auch weiterhin tun. So, was sind das hier eigentlich für ein Ding? Benötigt Sense? Was ist das denn? Das sieht ja aber... Sieht ja lustig aus. Zeig mal hier Grünkohl. Okay. Ah, da können wir Senfkohl und Grünkohl weiter anpflanzen. Okay, ist cool. Und hier ist noch ein Knoblauch. Und hier ist noch eine Rübe. Okay. Dann haben wir die. Hier sind noch mehr Knoblauche. Knoblauchsen. Ein Knoblauch, zwei Knoblauchsen, ne? Habt ihr nicht aufgepasst im Deutschunterricht? So war das früher. Und so ist das heute immer noch. Ich werde ganz kurz hier noch ein bisschen neue Saat herstellen. Ich habe sowieso noch Saat, sehe ich gerade. Knoblauch, okay. Können wir nochmal vermehren? Dann mache ich hier noch 1, 2, 3. Den brauchen wir halt auch zum Kochen. 4. Und dann hier nochmal den goldenen weg. Den normalen könnte ich schon mal zum Kochen nehmen. Weil ich habe ungern, ehrlich gesagt, die guten Sachen zum Kochen. Mag ich nicht so. Vielleicht können wir noch eine Erdbeere vermehren. Ach nee, den Senfkohl würde ich noch machen. Genau. So, Knoblauch nehme ich wieder mit. Guck mal, da kommt schon einiges mehr raus, als wir reingelegt hatten. Sehr gut, sehr gut. So möchte ich es haben. Das waren 11 Stück. Dann waren hier noch ein Grünkohl schon wieder. Und dann haben wir noch 3 Senfkohl. Okay, der Senfkohl hat sich schon mal vermehrt. Okay. Das können wir doch schnell neu anpflanzen. Odi rennt gegen den Bienenkorb, weil Odi muss gucken, ob da alles okay ist. Der checkt immer, ob die Bienen alle fit sind noch. Die sind aber tot, das sage ich ihm aber nicht. Der denkt halt, dass die noch leben. Der Odi hat ein Herz für Bienen. Ich weiß nicht, ob dieses Tee-Ding da anwächst. Keine Ahnung. Sieht für mich aus, als würde es nicht sterben. Und ich habe auch morgens noch keine Message bemerkt. Normalerweise müsste mir ja sagen, wenn da irgendwas im Weg ist, oder? So, ich glaube, ich habe jetzt alles erstmal mit Knoblauch vollgeworfen. Okay. Warte mal. Nee, das war der Iridium-Sprenkler. Der sah so pink aus. Ich dachte, das wäre irgendwas Fertiges. So, jetzt haben wir hier einigen Schnulli, den wir... Nein, Winterwurzel zu essen ist jetzt nicht drin. Den wir jetzt eigentlich gar nicht brauchen. Ich habe einfach alles voll. Haha. Hahaha. Hahaha. Wisst ihr was? Ich trage die ganze Zeit die Kommode mit mir rum. Die muss ich aufstellen. Das mache ich mal eben. Und dann ist heute der 19. Okay, bis zum 25. haben wir Zeit mit unserem wichtigen Geschenk. Ich hoffe halt einfach, dass wir den Weizen bis dahin fertig haben. Weil dann brauche ich deren Bier, so, der guten Pam. Guck mal, hier können wir ein bisschen was reinschmeißen. Dann die Kommode würde ich noch aufstellen, deswegen sind wir hier. Die würde ich mal hier hinstellen mit. Die sieht eigentlich hübsch aus. Oh, cool, die können wir sogar drehen. Cool. So. Und dann gehe ich nochmal kurz in den Keller und guck mal, ob da was fertig ist. Da hatte ich, glaube ich, was eingelegt. Ja, nee, es wabert noch, okay. Dann lassen wir das noch warten. Achso, warte mal, wir können hier, wenn wir jetzt schon mal hier sind, ich mach mal eben Wein. Wir können hier den Erdbeerwein machen. So. Erdbeerwein. Und nochmal ein Erdbeerwein. Lecker. Und ganz ehrlich, ich würde nochmal so ein Fass herstellen. Das wäre vielleicht cool. Was braucht ihr das nochmal? Ich glaube, irgendwie Eisen und so. Ah, und ich könnte auch Treppen herstellen. Ist auch cool. Ein Fass. Ah, wisst ihr was? Ich finde das voll cool hier, das Teil. Holzfeuerschale. Eine Kohle, Fasern und Holz. Okay, vielleicht können wir ein bisschen was craften nachher. Mal gucken. Aber erstmal nach dem Fass. Das braucht Holz, Kupfer, Eisen und Eichenharz. Okay. Ja.
Wir müssen sowieso in den Schuppen. Ich will noch aufräumen. Kurz. Da ist noch voll viel Schnulli, was wir dabei haben. Und hier, ach genau, da unten in die T-Shirt-Kiste müssen wir erstmal ganz eben schnell. Das war hier, glaube ich. Ne, das waren die Hosen. Hier waren die T-Shirts. Flanellhemd. Okay, krass, das ist schon fast voll, ey, alles. So, so. Ja, wir haben einfach für jeden Tag was zum Anziehen. Fast schon. Voll cool. So, und dann packen wir hier in die Mineralien noch kurz. Da können wir den Diamant reinschmeißen. Eigentlich, ganz ehrlich, ich sammle die Diamanten weiter jetzt und irgendwann, wenn ich dann so 100 Stück habe, verkaufe ich die auf einmal und dann, ja, sind wir reich. Solange würde ich noch kurz hier die Steine mit reinschmeißen und dann hier noch die Kohle. Dann haben wir das alles. Okay, 22 Kohle. Ein Iridium habe ich sogar. Das ist gar nicht schlecht. Und ein bisschen Saat haben wir noch. Können wir das, das und das da reinmachen und die 93 davon, die können wir dann noch irgendwann verarbeiten. So wie hier die. Fuck, wir brauchen noch eine zweite Klamottenkiste, habe ich das Gefühl. Oh, warte mal. Ich nehme mal kurz den Gruselfisch mit. Ich glaube nämlich, dass unser neuer Teich fertig sein sollte, eigentlich, theoretisch heute. Da gehen wir mal runter. Dann machen wir das dann von unten einfach mit den Tieren. So, dann nehmen wir Bini-Mojang und rennen einfach hier den Wald runter. Guck mal da. Ach nee, sie ist noch am Bauen. Okay, sie ist noch nicht fertig. Cool, aber hier, die Dinger wollen irgendwas. Gucken, was die wollen. Zeig mal her. Bringe eine gefrorene Giode. Okay, die habe ich jetzt nicht mehr. Müssen wir mal schauen, ob wir sowas kriegen. Eventuell im. Ja, ihr wisst schon. In der Mine. So, hier gehe ich nochmal kurz rein. Und dann gucken wir erstmal nach den Kühen heute. Hallo, Musis! Gut, Sebastian ist heute spazieren. Der hat nicht gefüttert, ist aber okay, ist nicht so schlimm. Das können wir auch selber machen. Das sind ja auch unsere Kühe. So. Ja, soll sich Sebastian ruhig die Zeit nehmen, die er braucht. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass mein Ehemann ein bisschen Einzelgänger ist. Ist gar nicht so schlimm. Ist auch eigentlich ganz angenehm, muss ich echt sagen. So. Gut, den Gruselfisch, den muss ich wieder einpacken. Ja, den Laich, den würde ich mal verkaufen so. Der wird nicht viel bringen, aber ein bisschen vielleicht. Und die eine Rübe könnten wir theoretisch noch verarbeiten. Das hier nehme ich mit. Das bräuchten wir. Und dann können wir noch eventuell diesen ekelhaften Baum, der hier anwachsen möchte, aus dem Boden werfen. So, hallo! Mein Lieber. Alles fit bei euch? Übrigens, Leute, ich habe einen, oder beziehungsweise die Celine, die ja auch ihr Haus hier hat einen Discord-Server erstellt, weil Leute, die darauf Lust haben, aus der Community hier auf dem Kanal. Aber wenn ihr möchtet, ich habe die in jede aktuelle Videobeschreibung verlinkt, den Discord-Server. Kommt gerne rauf. Tauscht euch aus untereinander. Ich bin da auch öfters und könnt ihr auch mit mir schreiben, wenn ihr Lust habt. Und vielleicht schaffen wir es mal irgendwann zu quatschen, auch wenn ihr Bock habt. Können wir eine Runde im Discord abhängen. Jo. Ansonsten sind hier noch Flümpchen. Die können wir noch mitnehmen. Und ich weiß nicht, unsere Ziegen haben eigentlich sich ja vermehrt, das eine Mal. Nee, Mist, da brauche ich die Hacke. Und dann gießen wir die noch, damit die schön groß werden. Cool, da kam eine Hühnerstatue raus. Die haben wir schon. Ist aber nicht so wild. Gut, ich muss mal gucken, ob ich eine gefrorene Geode rankriege irgendwie. Was machen wir denn jetzt? Wir sind hier so ziemlich durch. Die Eier könnte ich noch mitnehmen. Okay. Entweder, ich hatte nämlich überlegt, wollte ich wirklich gerne noch ein bisschen daddeln gehen heute. Das mache ich auch noch. Und dann gucke ich mal, ob ich morgen die Geode rankriege. Und dann kriegen wir auch noch die Kokosnuss für Gast. Dann ist der auch happy. Ich meine, Gast ist jetzt nicht so derjenige, den ich bezirzen muss, aber wenn wir mit den Bewohnern uns gut stellen, ist das nicht schlecht, glaube ich, habe ich das Gefühl. Außerdem gibt es auch Errungenschaften und so und es ist halt auch ganz gut für. Oh, ein neues Küken ist geschlüpft. Sorte. Heißt das Sorte? Von welcher Sorte Küken ist denn dieses Küken? Na, von Sorte, Sorte. Ach so. So, Krummel. Ach, Grommel. Grommel. Oh Gott, das hört sich. Oh mein Gott, das geht so nicht. Das ist zu nah an einem gewissen Namen, den ich nicht möchte. Wir machen Grom. Grom. Gromia. Gromia heißt die jetzt. Sehr schön. Hallo Gromia. Herzlich willkommen. So, wie viel haben wir denn jetzt? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Einmal können wir noch. Einen können wir noch. Das Häschen habe ich noch nicht, genau. Okay. Und dann werde ich vielleicht als nächstes mal den Hühnerstall rechts aufbessern, dass wir dann noch mehr Platz haben, ne?
So, dann nehmen wir hier die Eier raus. Und das gute Goldene, das werde ich verarbeiten. Zu einem neuen Huhn. Dieses, das wird ein schönes, schönes Huhn werden. Okay, voll schön, cool. Jetzt haben wir schon richtig viele Schattenhühner. Wir haben jetzt schon so viele Schattenhühner, dass wir eigentlich daraus komplett die Mayonnaise machen könnten. Es sei denn, wir machen noch ein paar mehr Mayonnaise-Maschinen. Diese Eier hier. Keine Ahnung, was das soll. War ich hier überhaupt schon? Offenbar war ich hier schon. Ich habe schon mit Galante geschmust, auf jeden Fall. So. Dann haben wir hier noch den Ertrag für heute. Das ist halt. Ich meine, Leute, ich muss das machen jeden Tag. Sonst. Ne? Das ist unsere Haupteinnahmequelle jetzt gerade im Winter. Das ist ultra wichtig. So, warte mal. Nee, das möchte ich nicht essen. Ich wollte eigentlich hier diese drei Schatteneier kurz hineinwerfen in die Mayonnaise-Maschinen. So, das. Okay. Cool. Jetzt ist 16 Uhr. Aber das schaffen wir doch. Wir könnten eigentlich theoretisch nochmal los. In die Mine. In die Wüste. Das mache ich noch bis 17 Uhr. Hat die gute, wie heißt sie? Pam? Judy? Und während Pams Judy können wir noch in die Wüste. Hallo Pam, da steht sie noch. Okay. Mist, ich habe jetzt voll viel Zeug dabei. Egal. Ich kaufe jetzt einfach ein Ticket in die Wüste. Ist nicht so wild. Ein bisschen Platz ist noch. Ich habe jetzt auch nicht vor, in die Schädelmine zu gehen. Das wäre jetzt auch dumm, weil dann könnte ich ziemlich viel verlieren von dem, was ich dabei habe, wenn ich da sterbe. Und wir haben jetzt auch keine pinken Torten oder sowas zum Knabbern. So, gucken wir mal. Hier müsste ja irgendwo eine Kokosnuss rumliegen. Auf jeden Fall sehe ich schon mal ein Hühnchen. Ein Würmchen. Hühnchen. Ich habe jetzt gerade die Hühnerstatue gesehen, deswegen. So, es war ein freudscher Versprecher. Kleinen Moment. Bitteschön, Dankeschön. So, ist hier eine Kokosnuss. Es wäre auch cool, wenn da mal die letzte Zwergenschriftrolle droppen würde. Hier ist eine. Okay. Die können wir ja Gas heute Abend noch bringen. Dann werden wir zurückfahren. So, jetzt ist 17:10 Uhr. Pam hat eigentlich Feierabend, aber jetzt muss sie warten. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Hier ist auch noch eine, guck mal. So, dann gehen wir mal kurz zu Sandy rein. Hallo Sand! Guck mal, die hat Kaktus, Rhabarber, Sternfrucht, Rote Beete, Saisonalpflanze, Honig, M-T-Shirt, okay. Also die Saisonalpflanzen, ups, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich sie gehackt. Die Saisonalpflanzen, die kannst du halt auch wirklich an verschiedenen Sachen, an verschiedenen Orten kaufen. So, ups, okay. Jetzt gehen wir kurz noch Münzen holen. Ich habe hier noch ein paar. Vielleicht können wir aber eventuell gleich die Münzen nehmen, die wir hier schon haben. Klein Moment mal. Ich nehme erstmal 10. Okay. Gut, das waren schon mal ein bisschen was. Dann setzen wir nochmal 10. Gehen wir mal in den einarmigen Banditen, denn der Skarb hat gesagt, der ist gut. Und wenn der scheiße ist, dann ist Skarb schuld, dass wir nichts gewinnen. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr kaufen an Münzen. Weil das ist jetzt nicht so viel hier, was wir haben. Okay. Ich glaube, das ist auch ein kleiner Gewinn. Okay, 30. Nimm mal 100. Diesmal. Nee, das ist nix. Nee. Oh, doch. 200. Okay, cool. Hä? Seit wann? Okay. Machen wir nochmal 100. Okay, das bringt auch wieder was. Cool. 300. Sehr schön. Hey, das geht gut. Wir setzen einfach 100 immer. Gut, das haben wir verloren. Mist, noch einen davon, das wäre super gewesen. Das wäre Hauptgewinn gewesen. Voll geil. So, das wird nix. Vielleicht doch ein bisschen was. Also wir kriegen auf jeden Fall was, wenn schon eine Kirsche dabei ist. Das ist ganz cool. Ja, theoretisch. Ja, 300, cool. Bei zwei Kirschen gibt es auch. Oh, hey, wow. Cool, das hat jetzt schon kurze Zeit wirklich viel gebracht, du hast recht gehabt. Das ist gar nicht schlecht hier. Guck mal, ey, man gewinnt halt auch für so eine Kombis. Das ist voll merkwürdig. Aber dann setze ich halt immer 100 einfach. Das war jetzt nichts. Okay. So, Melone. Pastinake. Melone. Nix. So, ich glaube, die Schnecken sind auch nicht schlecht. Ja, wenn sie halt hauptsächlich kommen. Das war nix. Okay, Mist, jetzt verlieren wir gerade wieder einiges. Okay, schade. Schade, 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 schade. Oh. Mist. Ah, es sah aber gut aus. Kurze Zeit. Oh, Mist. Nein. Okay. Fuck, wir haben fast alles verloren wieder. Nicht so gut. Aber guck mal, wir haben jetzt auch nichts eingesetzt gehabt, großartig.
Ich weiß nicht, ob es da eine Glückssträhne gibt oder auch nicht. Ob das wirklich random ist. Okay, nichts mehr. Gut, ich würde nochmal 100 kaufen. Guck mal, es ist erst 18 Uhr, dadurch, dass wir jetzt halt am Automaten hängen da. Vielleicht nochmal 100. So, einfach just in case. Dann gehen wir mal in den rechten hier. Wir können auch zu dem dicken Mann da runter. Und dann setzen wir halt immer wieder 100. Milch, Milch und nochmal Milch, komm. Ist eine Kirsche, aber die eine Kirsche hat uns alles nochmal rausgehauen. Kirschen sind immer gut, Kirschen sehe ich gerne, muss ich sagen. Da habe ich wenigstens meinen Einsatz raus. Gut, die Kirsche hat es nochmal gerettet. Sehr gut. Und dann hier. Kaurischnecken, nö. Komm, ein Hauptgewinn. Gib mir doch einen wenigstens. Mist. Okay. Okay, die Kirsche hat uns wieder rausgehauen jetzt. Sehr gut, da kommen wir nochmal. Nee. Komm hier, Kirsche wenigstens. Ja, ist schon mal gut. Okay, zwei Kirschen. Gut, 300. Gut, die Kirschen sind nicht schlecht und die kommen relativ häufig. Das war nochmal 300, cool. Jetzt kommen wir wieder hoch. So ein bisschen, das war nix. Gut, das haben wir schon mal drin wieder. Ja gut, die Chancen, dass eine Kirsche kommt, ist halt wirklich hoch. Einfach. Nee. Okay, ist wieder ein bisschen was rein. Noch eine Kirsche, komm. Ja, sehr gut. Obwohl, die müssen nebeneinander liegen, glaube ich, die Kirschen. Das war nix. Fisch. Ah, auch nix. Komm, noch ein Diamant. Mist, Kirsche. Aber Kirsche ist auch gut. Ah. So, warte mal. Das ist alles ein bisschen tricky hier. Ich würde vielleicht nochmal kurz Blackjack spielen. Wir haben jetzt aber schon wieder voll viel verloren. Komm schon. Okay. 400 haben wir noch. Er ist eiert halt rum. Man muss halt gut Glück haben, tatsächlich. So, aber ich will hier noch einmal Blackjack spielen. So, hier haben wir 11. Ich nehme noch eine Karte. 13, noch eine Karte. 22 drüber. Verloren. Neues Spiel. So, 9. Eine neue Karte. 16. Ja, ist schon krass hoch. Aber ich nehme noch eine Karte. 23 drüber. Scheiße, was ist los heute? 19. Ich muss passen. Mach ich schon zu. 4. 11. 19. Gleichstand. Neues Spiel. 9. Karte. 16. Karte. 21. Das haben wir gewonnen. Neues Spiel. Also man muss halt bis auf die 21 kommen oder so nah wie möglich. Und der Kartengeber darf halt auch nicht drüber kommen. So. 7. Da ist es noch nicht hoch. 9, können wir noch eine nehmen. 13, nehme ich noch eine. 20, mache ich zu. Natürlich mache ich zu. So, das haben wir bestimmt auch gewonnen. Der ist drüber, okay. Machen wir doppelt oder nichts. 6, dann nehme ich eine Karte. 12, nehme ich noch eine Karte. 15, nehme ich noch eine Karte. 17, ach scheiße. Das ist echt... Und wir haben schon voll viel niedrige liegen. Ich nehme noch eine Karte. Oh! Das war richtig Glück. Doppelt oder nichts. So, ich nehme noch eine Karte. 20, ich mache zu. Passen. So, 23, der ist drüber. Wir haben gewonnen. Oh mein Gott, nochmal doppelt oder nichts. Einsatz ist 800, krass. Oh, scheiße. Karte. 19, ich mache zu. Ich habe Angst. Fuck. 22 ist drüber. Ja! Ja! 1800, doppelt oder nichts. Komm hier! 4, ich nehme eine Karte. 13, oh scheiße, ich nehme eine Karte. 21, ja! Was ist los? Okay, ich verlasse. Das reicht. Oh mein Gott, wir haben 3400. Was können wir damit machen? Wir können damit schon was machen. Zeig mal her, da drüben können wir die einlösen, glaube ich. Ich gehe mal hin. So, mit 3000 kriegen wir Spitzen. Okay, aha. Ein Zylinder kriegen wir noch nicht. Die Vogelscheuche kostet 10.000. Die will ich halt haben. Die will ich halt haben, so. Okay. Komm, wir gehen mal an den großen Tisch. Und spielen für 1000 Münzen. Okay. 14, ich nehme eine Karte. Jo. 18, ich mach... Scheiße, ich mach Scheiße, ich weiß es nicht. Ich passe. 6, 13, 16, 24 drüber. Ja! Sehr gut. Doppelt oder nichts. 12, ich nehme eine Karte. 20, ich mach zu.
So, der hat 14, der hat 24 drüber. Sehr gut. Oh mein Gott, 6400, doppelt oder nichts. Vielleicht schaffe ich es heute. Oh Gott, jetzt habe ich es beschrien. Aber ich nehme eine Karte. 13, noch eine Karte. Scheiße. 18, oh mein Gott, ich mache zu. Oh mein Gott, das wird knapp. 19, der hat gewonnen. Scheiße. Scheiße, egal. Mist, das war ärgerlich. Nochmal, jetzt haben wir alles wieder verloren. Wir haben gleich 20, ich passe schon. 22, der ist drüber, okay. Doppelt oder nichts. 9, ich nehme eine Karte. 11, ich nehme noch eine Karte. 14, scheiße, ich nehme eine Karte. 21, wir haben gewonnen. Ja, okay, doppelt oder nichts. 8, nehme ich eine Karte. 14, scheiße, ich nehme eine Karte. 15, fuck, ich nehme eine Karte. 17, oh mein Gott, ich mach zu. Oh mein Gott. 16, 24, ja. Oh mein Gott, 9400, ich verlasse erstmal. Damit der ein. Okay, den Rest kann ich eigentlich kaufen an Münzen. Wir brauchen bloß noch 600 Münzen, das sind 6000. Den kaufe ich. Ganz ehrlich, dann haben wir das. So. So. Oh mein Gott, das ist ganz schön teuer. Egal. Aber so kriegen wir es zusammen. Cool, dann ist unser Plan aufgegangen. Gut, die Banditen waren jetzt nicht so, wie wir erhofft hatten. Aber an den Tischen konnten wir ganz gut gewinnen. Das ist cool. So, Highway 89. Wir können uns alles kaufen. Voll geil. Aber ich nehme mir natürlich die Vogelscheuche. Yeah! Cool. Das ist ein Sammler-Vogelscheuche. Voll gut. Dankeschön! Oh mein Gott. Richtig cool. Ciao! Jetzt müssen wir auch erstmal nicht mehr hier hin. Den Rest kriegen wir halt auch irgendwo anders zusammen. Außer die Paintings, also die Bilder so. Aber die sind jetzt nicht so wichtig. Irgendwann werden wir die auch kriegen, weil wir ja alles wollen. Aber dann gehen wir dann später nochmal rein. Mal einen Schluck Kaffee eben. Ah, mein Pferd hat gewartet, ganz lieb. Ich liebe mein Pferd, das ist so toll und lieb und nett. Folgendes, wir haben ein Problem immer noch mit dem ollen Gemeinschaftszentrum. Weil da braucht das Aquarium noch Ozeanfische und Nachtfische, diesen blöden Aal. Ich gehe nochmal eben für den Aal an den Fluss. Wir sind jetzt relativ spät. Ich glaube, da muss ich oben an die Abenteurer-Gilde am besten. Oder war das der Stör, der da ist? Ich weiß nicht, wo der Aal ist. Ich glaube, der ist hier irgendwo im Fluss auch. Vielleicht reicht es, wenn wir hier rechts an den Fluss gehen. Hier so, was weiß ich. Und dann hier angeln. Vielleicht sind hier Aale. Das wäre ja super. Das können wir mal testen auf jeden Fall noch. Ich habe auch voll viel Schnulli noch dabei. Das machen wir dann, wenn wir auf den Hof gehen. Dass wir noch ein bisschen verkaufen. So, und ich könnte mich mal wieder umziehen. Das Shirt sieht ja ganz süß aus, aber ich habe so viele Shirts. Ich könnte mich mal auch wieder ein bisschen frisieren so. Oh, guck mal, hier ist so ein Dings. Das siehst du kaum. So, was ist es? Okay. Der zieht so ein bisschen. Ja, ist jetzt nicht so stark. Ging. Was bist du? Eine Brasse. Okay, das ist ja super. Ich glaube, so müssten wir reintreffen. Ja, ziemlich genau. Oh, das ging voll fix. Okay, den haben wir auch. Sehr schön. Noch eine Brasse. Krass. Kommen wir voll schnell raus hier. Oh, ich glaube, wir haben drüber geworfen. Aber krass, wie schnell die anbeißen hier. Krass, der zappelt voll komisch. Der zappelt extrem komisch. Oh, fuck. Das ist ein bisschen unberechenbar tatsächlich. Nein. Kämpft ganz schön. Okay, den haben wir. Was ist es? Ein Hecht. Krass. Echt ein Hecht. Cool, und noch ein bisschen was dazu. Noch ein Hecht. Lol, haben wir ein Hecht im Hecht gefunden? Okay, geil. Und wir haben keinen Platz mehr. Schmeißen wir einfach rein. So, den Schleim werde ich reinschmeißen. Guck mal, wir kriegen dafür Geld, wenn wir das so verkaufen. Und den Kupfer
Keine Ahnung. Ich würde mal das hier noch verkaufen. Ah, ich verstehe. Wenn wir die. Theoretisch können wir die denn? Wenn wir das voll aufgebessert haben, kriegen wir dann den vollen Betrag dafür? Das wäre voll krass. Dann könnten wir einfach nur aus dem Inventar in die Mülleimer verkaufen. So, wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen zurück. Wer ist denn das? Dimitrios, was machst du so spät noch hier, Dimitrios? Okay. Und die Abby ist auch noch wach. Guck mal, mit der können wir noch reden. Hey Abby, eine Sache, die ich hier gelernt habe, jeder starrt dich an, wenn du anders aussiehst. Ja, aber Abby, irgendwann gewöhnen sie sich an dich. Guck mal, du hast violette Haare, ich habe grüne Haare. Und das ist schon okay. Solange du erfolgreich bist, respektieren dich die Leute. Oder sie beneiden dich. Und dann hassen sie dich. Aber sie würden dir nie ins Gesicht sagen, dass sie dich hassen. Sie lächeln dich vorher an. Und dann sagen sie dir im Rücken, hintenrum, dass sie dich hassen. Du hörst es dann durch irgendwelche anderen Leute, dass die geredet haben über dich. So, hier schnell verkaufen, denn ich möchte noch ja, zeuglos werden. Einfach kurz, das hier haben wir schon. Das können wir verkaufen. Den Käse, den Fisch, den behalte ich für morgen. Morgen müsste das fertig werden. Mist, ich habe jetzt keine gefrorenen Geoden gefunden, aber das ist nicht so schlimm. Ach, zum, guck mal, zum Gast könnten wir noch. Der müsste noch offen haben. Das machen wir noch eben schnell, dann haben wir das fertig. Der müsste noch am Start sein. Kurzen Moment jedenfalls. So, hier runterdüsen. Guck mal hier. Das sind unsere Deko-Dinger. Der ist ja gleich hier, der Gast. Food und Spirits. Hallo Gassi. Na, ach süß, die beiden. Die unterhalten sich richtig. Guck mal. Mani scheint nicht zu bemerken, dass du hier bist. Voll cool. Guten Abend, Nigoki. Ich bin froh, dich entspannt in der Kneipe zu sehen. Das ist gut für dich, hin und wieder eine Pause zu machen. Dein Großvater hat immer viel zu hart gearbeitet. Ich werde in seinen Ehren heute ein extra Bier trinken. Krass, das ist das erste Mal, dass Louis einigermaßen angenehm mit uns redet. Voll der Liebe heute. Voll cool. So, warte mal, wir geben ihm einfach diese blöde Kokosnuss hier. Bitte schön. Kokosnuss! Das ist ja mal etwas Beruhigendes für meine Winteraugen. Was? Die ist perfekt für meine Kokos. No, no, danke. Aha. Okay. No, 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 no. Baby. No, 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 no. Don't lie. So, warte mal. Wir könnten noch gucken. Hier, genau. Gab es noch Geld? 600. Schön. Dankeschön. Und wir müssten theoretisch auch nochmal aufgestiegen sein mit Gas. So ein bisschen. Wo ist er denn? Da. Okay. 4 Herzen mit Gas ist okay. Krass. Wir sind eigentlich relativ beliebt. Es gibt immer noch Leute, die uns gar nicht mögen. Wie zum Beispiel der Zwerg. Der kennt uns kaum. Aber den kennen wir auch kaum. Das liegt einfach daran, dass wir uns nicht verstehen. Brauche ich erst die Schriftrollen und muss die ja komplett haben, damit. Ja, und so weiter. Ich weiß nicht, muss ich die Schriftrollen alle abgegeben haben oder muss ich mit allen Schriftrollen zu dem Zwerg gehen? Das heißt, dann bräuchte ich ja alle nochmal irgendwie. Ich weiß es nicht genau. Wir müssen mal gucken, ob das reicht, ob wir die alle einfach abgeben müssen bei Gunther. Was ich heute schon wieder, da war ich schon wieder nicht heute. Aber ich habe ein anderes geschafft. Das ist eigentlich cool. So. 23,40 wird dann heute mal schon reingehen. Ach so, vielleicht sollte man noch ein bisschen aufräumen. Ganz kurz eben. Ja. So, was haben wir? Wir haben, hier ist noch was zu verkaufen sogar. Die Vogelscheuche packe ich erstmal hier mit rein. Nee, hier mit. Okay. Ja. Voll cool. Jetzt haben wir eine Alien-Vogelscheuche. Wo ist sie denn jetzt? Bin ich blöd? Hier, okay. Ein bisschen blöd bin ich schon, manchmal. So, hier war noch nichts. Sonst noch was hier? Nö, Fischkiste, ja. Da könnte man den Hecht noch reinpacken. Aber ich habe schon Hecht, sehe ich gerade. Okay, dann kein Hecht. Dann kurz an die Holzkiste. Da haben wir noch die Algen. Die können wir noch da reinschmeißen. Und das hier. Okay. Dann die Lehm- oder beziehungsweise ja, Mineralienkiste. Da könnten wir das mit reinwerfen. Die Kokosnuss würde ich verkaufen. Dann gehe ich nochmal ganz schnell an die Kramkiste. Das war die hier. Hier ist auch noch eine Kokosnuss. Ich hatte eh eine Kokosnuss. Okay. Schön. Dann ist es so. Aber guck mal, die Fischkiste könnte noch ein bisschen Köder gebrauchen. Die packen wir mal noch dazu. Wir haben so viel Köder, ey. Genau, und hier war ich drin für den Stoff. Nee, Mist. Der sollte nicht hier ran. Der sollte hier ran. Okay. Und dann können wir noch neuen Stoff herstellen. Da haben wir noch ein bisschen Wolle. Schwupps und schwupps. Und dann müssen wir schnell ins Bett. Und ja, ich trage immer noch den Samen mit mir rum. Mir ist verblöd.
kurz noch das Ei und die Entenfeder weg und dann. Ja, ich. Ne, die Rübe behalte ich noch. Die Saat packe ich weg, den Hecht packe ich weg. Und zweimal Laich des indischen Wälzes und die Winterwurzel. Okay, machen wir so. Dann noch schnell Fernsehen gucken. Haben wir tatsächlich jede Sekunde des Tages genutzt heute. So, Wetterbericht. Willkommen bei Code zu 5, deiner Lieblingsquelle für irgendwas. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig. Ich könnte eigentlich den Text mal komplett lesen. Ich weiß gar nicht, was die sonst sagen. Ich sage immer nur bloß die erste Zeile. Gute Nacht, Dodi. Gute Nacht, Sebastian. Der schläft schon. Wir sehen uns kaum noch irgendwie. Ist eigentlich schade. Sollen wir ein Kind adoptieren, Nigoki? Ja. Nicht jetzt oder ja? Ja, ja, gerne, 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 gerne. Lass uns ein Kind adoptieren. Juhu! Das war ja sehr unromantisch. Aber cool, gerne. Das war ja cool. So, Hofarbeit 5476, 374, 125, 350 für anderes und dann haben wir 6325 gesamt. Ist jetzt nicht so viel. Aber ein Kind, das nehme ich sehr gerne. Der 20. Tag im Winter, Jahr 2. So, und dann gucken wir mal, ist es schon da? Lol. Das war eigentlich komisch so, ne? Wenn dein Ehepartner im Bett neben dir liegt und dich fragt, ob er ein Kind adoptieren möchte. So, haben wir jetzt ein Kind? Hallo Sebastian. Hier mit dir zu leben hat mich gelehrt, ein wenig aus mich herauszugehen. Das ist gut für mich. Voll schön. Können wir noch mit ihm reden? Können wir ihn knutschen? Nö. So, haben wir jetzt ein Kind oder nicht? Offenbar nicht. Okay. Kein Kind da. Aber vielleicht kommt das noch. So. Das dauert vielleicht ein paar Tage. Das wäre wahrscheinlich wie die Schwangerschaft auch. Also ich meine, es kann ja nicht schwanger werden so. Aber es dauert halt ein paar Tage einfach, bis es kommt, nehme ich an. Okay, cool. So, haben wir hier irgendwas fertig gemacht? Ja, Stoff ist durch. Gut, ich würde mal noch eben die Samen wegpacken jetzt. Können wir noch hier reinschmeißen. Okay, und dann können wir mit dem Gruselfisch nach unten, das mache ich gleich. Und dann würde ich mal von unten die Tiere besuchen. So, hier ist das Becken fertig, sehr schön. Okay, gucken wir erstmal, dass wir den Gruselfisch reinwerfen, weil der ist halt schon selten. Den kriegst du halt bloß im Winter. Voll cool. Gruselfischteich. Cool eigentlich. So, hier ist der Kugelfisch, der möchte noch seine Geode, damit er sich erweitern kann. Und dann gehen wir hier kurz rein. Fangen wir hier an. So, guten Morgen, meine Lieben. Und dann können wir zu Robin gehen und eigentlich versuchen, den Stall aufzubessern. Ich weiß nicht, ob ich genug Materialien habe dafür. Wahrscheinlich fehlt uns da Stein oder sowas. Theoretisch wäre das cool, wenn wir den Hühnerstall nochmal aufbessern, damit ich auch diese verlorenen Eier da kriege auf der rechten Seite. Das ist irgendwie nervig, dass die da so im Nirvana hängen. Ich verstehe auch nicht, warum das so ist. Das lag bestimmt daran, dass die umgezogen sind und vorhin im großen Stall waren. Dann hatten sie wahrscheinlich immer noch die Programmierung von den Großen und haben halt einfach dann da rechts die anderen Eier gelegt. So. Okay. Dann gehen wir noch rüber. So. Das werde ich noch verkaufen hier. Und dann muss ich leider leise sein, weil der Soundtrack und so weiter, ihr wisst schon. Ne? Und falls ihr euch fragt, warum ich das mache, die Abfolge lenkt mich halt so krass ab, dass ich dann immer Probleme habe, mich zu konzentrieren. Deswegen fange ich einfach an zu schweigen. Und zweitens finde ich, dass man gute Musik appreciaten muss und dann zuhört. Und nicht redet währenddessen. Genau, deswegen mache ich das. Okay. Sehr gut. Dann haben wir noch Würmchen. Okay, dann sind wir eigentlich durch mit den Kühen. Und dann können wir hier noch schnell zu den Geflügeltieren. Ist eigentlich krass, wie unterschiedlich groß diese Ställe sind, auch von außen, aber im Endeffekt nehmen sie genau denselben Platz ein. Ist eigentlich cool gemacht. So, das nehmen wir noch mit, genau. Und dann gehe ich jetzt erstmal zu Gunther. Wir haben ja noch dieses blöde Ding da zum Abgeben, diese komische Maske, die trage ich die ganze Zeit schon mit mir rum. Oder wisst ihr was, bevor wir... es ist jetzt eigentlich nicht notwendig, zu Gunther zu gehen. Warte mal. Und hier die noch. Okay, bei den anderen waren wir jetzt noch gar nicht.
gleich rein. So, hier noch kurz raushacken, was da steckt. Da wächst jeden Tag ein neuer blöder Baumann. Aber so kommen wir halt auch an die Samen ran regelmäßig. Das ist okay. Guck mal, hier wimmelt alles voller Schattenhühner. Sehr cool. So, also die nächste Stufe, theoretisch wären noch, es gibt noch Dinosaurier, ne? Und Dinosaurier-Eier zu finden, ist halt extrem schwierig. Aber irgendwann sollten wir vielleicht an eins kommen. Da machen wir dann einen eigenen Stall für. Für die Dinos. So, was machen wir heute? Ich würde dann erstmal vielleicht in die Mine gehen und gucken, dass wir Steine rankriegen und vielleicht finden wir eine gefrorene Geode für die Fische da unten. So ein bisschen was zum Verkaufen haben wir jetzt noch hier. Okay. Kann man das mit reinwerfen? Das und das und das. Das und das und das. Und dann noch. Ja, die Rübe behalte ich gerne. Muss ich echt sagen. Aber kurz hier noch die Eier, die Schatteneier. Und dann werde ich mal eben Minimojang schnappen und dann kurz an den. Ja, ans Minenkart. Oh Gott, und ich muss diesem Soundtrack entfliehen. Nein, was mache ich denn? Scheiße, ich wollte ans Minenkart. Ah! Bin ich in die Wüste gefahren. Da wollte ich gar nicht hin. Fahr mal, died. Okay, sind wir hier. Okay, ich weiß es nicht. Ich werde es nicht schaffen, da jetzt großartig in der Mine mich voranzubewegen. Wisst ihr was, ich werde es trotzdem versuchen. Ich gehe mal ein bisschen rein. Vielleicht finden wir ja was Nettes. Vielleicht können wir uns ja verteidigen und sind irgendwie... Ich werde versuchen zu überleben. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Eigentlich wollte ich zu Gunther... mit dem Minenkart und danach in die Mine. Aber das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Sind wir hier. Hier ist auch schön. Hier können wir mal Hallo sagen. Vielleicht kommt ja ein bisschen Iridium vorbei. Außerdem kriegen wir ja auch Steine ran. Ich muss bloß einfach vorsichtig sein hier. Okay. Ist gerade ruhig. Ich will mich wirklich ungern so weit vom Eingang wegbewegen. Aber es ist offenbar jetzt gerade notwendig. Und jetzt ist auch noch nicht... viel los hier, muss ich sagen, gerade. Noch ist es ruhig, aber so ein Drache ist schnell mal ange... Ist das Iridium? Nee, Aquamarin. Okay, schade. Sah cool aus. Sah aus wie Iridium. Und hier ist ein Pilz. Oh, ich glaube, die violetten Pilze sind sehr, sehr effektiv zum Essen. Warte mal kurz. Wenn ich den mir hier hinlege... Warte mal, guck mal, der würde mir 125 Energie und ein bisschen Gesundheit bringen. Zur Not könnten wir den schmeißen. Schnell. Okay, das ist ganz gut. Guck mal, hier ist ein violetter Schleim, der ist getrappt. Den lasse ich einfach getrappt. Ciao. Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Oh, würziger Aal, okay. Mist, hätte er uns keinen normalen Aal droppen können. Den hätte ich gebraucht. Kommen die einfach angedüst, diese ollen Dinger. Okay, wir können uns ein paar Mal treffen lassen, aber nicht so dolle. Halt nicht wirklich viel. So, wir sollten theoretisch in Ebene 25 kommen, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Ich glaube, das schaffen wir sowieso nicht generell ohne Treppen. Inflationär viele Treppen. Cool, was sind das hier? Steine, okay. So, es ist immer so super aufregend hier. Ich weiß nicht. Ich würde doch echt gerne den Abstieg finden. Das wäre ganz toll. Aber auf der anderen Seite, sobald wir einmal abgestiegen... Guck mal, hier gibt es noch voll viel, wenn wir hier in eine Spirale reinlaufen. Guck mal, da ist auch der Abstieg. Okay, verstehe. Gut, das schaffen wir noch. Wenigstens da mal zu gucken, was da noch so am Start ist. Es war gut, dass der Schleim da eingetrappt ist. Denn es wäre bloß ein Risiko gewesen, denn hätte der mich getroffen, hätte der viel Damage gemacht. Cool. Hier ist bestimmt was Gutes dabei. Okay, okay. Smaragd, Kohle, okay, ja, war jetzt nicht die Welt, aber ein bisschen was. Und Hartholz, okay. Gut. Wenn man sich auf die konzentrieren kann, dann geht es. Was ist denn das da unten? So ein Dingskäfer. Mist, ich habe jetzt keine Bombenbeine. Doch, eine Bombe ist da. Ich habe eine Bombe. Kleinen Moment. Ah! Es hat ihm gar keinen Damage gemacht. Toll. Egal, aber wir haben den Abstieg gefunden. Hier ist noch ein bisschen Gold. Wieso hat ihm das kein Damage gemacht? Ich dachte, das macht ihm Damage. Was muss man machen mit denen? Guck mal, der kriegt gar keinen Schaden. Ich glaube, den kann man gar nicht töten. Das ist ja
Das ist ja einer. So. Ich sollte auch mehr Bomben nehmen, tatsächlich, wenn ich hier reingehe. Krass, das ist jetzt voll der spontane Ausflug geworden hier. Aber es geht gerade tatsächlich. Ich finde es jetzt noch nicht so schlimm, aber hier kommt bestimmt gleich irgendwas Ekliges. Das ist noch so eine Kiste. Ich muss halt direkt wieder aufs Schwert wechseln, damit ich... Höhenkarotten, okay, die kann ich auch noch essen zur Not. Feuerquarz. Ein paar Steine nehme ich gerne mit. Das ist ein fetter Schleim. Den können wir trappen, das ist okay. Okay, hier ist nichts weiter. Gut. Dann können wir offenbar in Ruhe suchen. Mann, das ist voll ärgerlich, dass man den Progress verliert jedes Mal, wenn man hier irgendwie reinkommt. Das wäre viel cooler. Was ist denn das? Ah, so ein Loch. Da kann man nach unten springen. Springen wir mal runter. Drei Ebenen runter. Oh, okay. Nein, 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 warum? Warum? Das war ärgerlich gerade. Okay, kleiner Moment. Gut, das geht noch. Der ist da. Ich hasse diese Dinger. So, irgendwas wabert da oben noch rum. Okay. So, wir sind jetzt auf Ebene 6. Okay, genau, diese Dinger müssen wir finden, theoretisch, diese Löcher. Da kommen wir halt weiter runter, aber gut. Das wäre halt schon cool, wenn wir das schaffen würden. Kann man, wie viel Ebenen kann man denn maximal runterfallen? Kann man irgendwie 10 Ebenen fallen? Das wäre cool. Guck mal, hier unten ist noch irgendwas Cooles. Das ist ein Topaz. Okay. Manu, warum gibt es denn hier kein Iridium? So gar nicht. Ich finde das voll nervig. Ich glaube, kriegt man das erst unten? Weiter unten? Tiefer hier in der Schädelmine? Keine Ahnung. So, 17 Uhr. Die Zeit ist halt okay hier gerade. Krass, dass es heute ein Schädelminenausflug geworden ist. So. Das war gar nicht geplant, ehrlich gesagt. Aber es ist eigentlich cool. So, macht Spaß gerade. Wir kommen auch... Ich glaube, wir sind das Weiteste, was wir bisher waren. So, gerade. Noch so ein Loch wäre super. Das würde ich gerne noch nehmen. Da können wir noch ein Stückchen runterfallen. Hm. Kann es sein, dass die Zeit hier ein bisschen langsamer läuft? Oh, okay. Der hat sich gut, dass er sich angemeldet hat, der Drache. Da kommt er. Scheiße, oh, da war eine Bombe. Ich esse mal den Pilz kurz. Ich bin echt angehauen. So, okay, der hat ein bisschen was gebracht. Okay, und dann gehen wir mal hier weitersuchen. Ja, du darfst dir auf keinen Fall dich verhaspeln, großartig, mit deinem Werkzeug. Am besten, du hast alles mal schön organisiert. Guck mal da, der kann uns gar nichts tun, der kommt hier gar nicht durch. Lustig. Gut, die schon, aber das ist halt so wild. Guck mal. Oh mein Gott, die Armen, die tat mir leid, aber die haben mir Iridium gegeben. Sehr schön. Die konnten gar nichts machen, weil ich habe sie halt die ganze Zeit in die Ecke da reingepackt. Aber so muss es sein, so ist es perfekt eigentlich. Krass. Ah, hier ist noch ein Loch. Geil. Nochmal runter. Ja! 7 Ebenen. Krass. Okay. Oh, fuck, 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 fuck. Hier ist eine Bombe. Ein Schleim. Ich hab ein bisschen Schiss gerade. Aber der müsste hier nicht durchkommen. Die schon. Okay, wir machen einfach hier so einen Vorhang aus Wedel. Ein Wedel. Fuck, 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 fuck. Scheiße! Scheiße! Nein! Nigoki! Ruhig, übertreib's nicht. Habe ich was verloren? Jemand hat dich ohnmächtig komplett ramponiert gefunden. Ich musste Notfalloperationen durchführen. Passe nächstes Mal ein wenig besser auf. Okay, scheiße. Mann, Harvey, ey. Der Aufenthalt bei Dr. Harvey kostet 1000. Ist mir egal. Gegenstände verloren. Iridium, Smaragd, Kristall, Gold und goldene Maske. Das ist alles super ärgerlich. Die goldene Maske, ich wusste, dass ich die hätte vorher noch okay, die müssen wir holen lassen. Ich gehe nochmal in die Abenteuergilde. Ah, es ist halt 18:50. Ich will, dass der mir die holt. Lass mich raus hier. Okay, ja, wir hatten ein bisschen Geld bekommen von uns, ist auch okay. Ich muss nochmal hoch, es tut mir leid, Leute. Der kann mir das nicht holen, ne? Der kann mir die nur in normalen Mine holen, oder? Kann es sein, dass das gar nicht funktioniert für die Schädelmine? Dass das einfach weg ist? Scheiße, dass ich die goldene Maske dabei hatte. Wirklich. Aber es war auch gar nicht geplant eigentlich. Ich hätte auch besser darauf Acht geben sollen. Aber ist egal. Ist egal. Schaffe ich. Das nächste Mal besser. Aber wir waren voll tief unten jetzt. Da haben wir auch ganz schön viel gelernt, wie das funktioniert. Ich versuche trotzdem, ob der mir das holen kann. Das wäre
Das wäre praktisch. Und ich glaube, den Kristall hier kannst du noch irgendwie wegnehmen. Ich weiß nicht genau wie. Ich glaube, das ist das Letzte, was dann im Gemeindehaus passiert. So. Hey, sag mal, kannst du mir helfen? Laden Objekt wieder. Ah, kann er tatsächlich. Gott sei Dank. Dann hol mir die goldene Maske, bitte. In Ordnung, ich werde sehen, ob ich die verlorene goldene Maske heute Abend finden kann. Ich bringe es morgen früh in deinen Briefkasten. Sehr cool, vielen Dank. Okay, also geht auch in die Schädel. Grüne Cutscene. Cool, mit Linus. Hallo Linus. Higuki, komm, stell dich mit ans Feuer. Fühlt sich großartig an. Okay. Voll gut. Ich hatte gehofft, dass du mal vorbeischaust. Och Mann. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich dir am Anfang so misstraut habe. Die meisten Leute behandeln mich nicht gut, also habe ich gelernt, etwas vorsichtiger zu sein. Ja, Linus, verstehe ich. Aber du warst außergewöhnlich nett zu mir. Du bist eine einzigartige Person. Und ich denke, dass wir gute Freunde sind. Das sind wir auch. Ich mag dich gern, Linus. Du bist ein korrekter Typ, es sei denn, du creepst vorm Spa rum. Das mag ich nicht so. Hey, ich will dir etwas zeigen. Komm rein. Okay. Sag mal. Was war das für ein Geräusch? Was? Oh mein Gott, was? Oh. Oh, alles klar, siehst du das? Das ist ein spezieller Fischköder, den ich herstelle. Ich verwende nur das allerbeste Material. Ich würde ganz, glatt am liebsten reinbeißen. Hier, du sollst das Rezept auch haben. Oh, cool. Dankeschön, Linus. Das ist ja lieb. Herstellung des wilden Köders gelernt. Okay. Cool. Das ist ja richtig gut. Dankeschön, Linus. Voll lieb von dir. Voller Liebe bist du. Gut, okay, Gott sei Dank habe ich die Maske zurückbekommen. Das wäre voll ätzend gewesen, hätten wir die jetzt nochmal suchen müssen. Weil ich glaube, die ist halt schon selten. So, jetzt nehme ich kurz das Minecart nach Hause. Obwohl es ist 2020. Ah, ich bin fast tot. Heute geht nicht mehr viel so. Und ich muss halt auch aufpassen, dass ich jetzt nicht nochmal sterbe. Auf dem Hof. Weil da sind auch Monster, ne? So, dann schnell nach Hause düsen. Ich werde dann einfach direkt. Vielleicht reingehen, dass ich hier ein bisschen safe bin. Kurz noch hier. Wegsortieren. Ich habe noch ein bisschen was für die Holzkiste. Da können wir das hier reinmachen und dann noch ein bisschen Holz. Das ist der neue Song, der kommt aufs Goldalbum. Das heißt, Holz in der Kiste. So, ich bin sicher, es wird ein Hit. Ein Hit. Das ist der Rhythmus, wo ich immer mit muss. So, warte mal, ich werde mal hier ganz schnell noch. Nee, warte. Nee, wo ist denn. Ah, diese Kiste. Manchmal triffst du die Kiste nicht. Du stehst vor der Kiste und dann triffst du sie nicht. Ich weiß nicht, warum ich die Rüben aufgehoben habe. Ich glaube, da wollte ich noch Saat draus machen. Das können wir mal noch in Ruhe machen. Weil Rübensaat ist eine gute Saat. Das gibt uns nämlich Zucker. So, machen wir einfach so. Und dann gehen wir schnell raus, bevor das fertig wird. Sonst müssen wir das noch aufklauben. Habe ich jetzt keine Lust mehr. 2020, ich werde ausnahmsweise heute früh ins Bett gehen. Wir sind extrem ramponiert. Voll gut, dass wir die Maske noch retten konnten. Ich war ganz schön. Odi, sag mal. Odi, mein Lieber. Odi, Odi. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich hier hochdränge, aber ich will noch Fernsehen gucken. Odi. Ich komme nicht durch sonst. Odi, warum liegst du denn im Gang? Lass mich doch einfach hier durch. Dankeschön. Mein Gott, der Hund. Okay, ist das Kind schon da? Nein. Aber Sebastian ist noch wach. Hey, Sebastian. Ich habe dich gar nicht gesehen. Vielleicht habe ich zu viel Kaffee getrunken. Ich bin nicht besonders müde. Ist nicht schlimm. Ich versuche mich immer noch an den Tagesrhythmus auf dem Hof zu gewöhnen. Ich war immer bis 5 Uhr wach. Ist nicht so schlimm. Schlaf gut, Schatzipu. Also noch Fernsehen gucken. Weiter Bericht. Willkommen bei Kurz vor 5, deiner Lieblingsquelle. Morgen wird es ein wunderschöner sonniger Tag. Oh, super. Guck mal, er läuft einfach durch Odi durch. Er macht es genau richtig. So, ich gehe vor dir ins Bett. Haha. Heute bin ich mal früher dran. Oder vielleicht auch nicht. Erstmal muss ich mich verabschieden von euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet. War schön heute, hat Spaß gemacht. Ich bin zwar gestorben, aber das passiert leider manchmal. Wir haben uns den Staub vom Kleid geklopft und sind einfach wieder aufgestanden. Die Maske haben wir nicht verloren. Wir haben leider das Iridium verloren, was wir da gefunden hatten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist immer sehr, sehr wertvoll, muss ich sagen. Wir sind auch relativ spät jetzt im Winter schon. Am 25. ist das Wichteln. Da ist quasi das Weihnachtsfest oder das. Ja, äquivalent hier vom Weihnachtsfest in Stardew Valley. Ich glaube, Sternlichtnacht heißt das. Da müssen wir noch für Pam ein Geschenk besorgen, weil Pam ist unser Wichtel. Und ja, das machen wir noch dann die nächsten Folgen. Und dann ist bald unsere Wertung auch am Ende des Jahres.
Und da bin ich gespannt drauf, muss ich echt sagen, ob der Großvater uns gut bewertet. Das wäre interessant, weil er wird auf jeden Fall am Ende des dritten, nee, am Ende des zweiten Jahres kommen, Anfang des dritten Jahres. Gut. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr Bock habt. Ich sag noch mal kurz, ich erwähne noch mal das Discord, wenn ihr Lust habt, schaut dabei vorbei und dann können wir uns da ein bisschen austauschen, wenn ihr lustig seid. Ansonsten gehabt euch wohl, bleibt gesund und wir rechnen noch ab zusammen. So, ab ins Bett. Der 20. Tag im Winterjahr 2. Hofarbeit hat 5.883 gebracht. Sammeln noch mal ein bisschen was, fischen noch ein bisschen was. Zusammen 6.047. Das ist jetzt nicht die Welt gewesen. Letzten beiden Folgen nicht. Letzten beiden Tage nicht. Aber ist okay. Guti, bis zum nächsten Mal. Tschüss.